Heute noch was ganz Verrücktes. Und zwar machen wir heute ein frittiertes Wagyu-Sandwich. Und für das Wagyu-Sandwich braucht man nicht arg viel wie ein Stück Wagyu. In meinem Fall sind es 300 Gramm von der Hochrippe, 2 Scheiben Toastbrot und eine kleine Fritteuse oder einen kleinen Topf, wo man was drin frittieren kann. Das Wagyu, das tun wir jetzt einfach ein bisschen einsalzen von beiden Seiten. So, in Japan macht man das nicht so, dass man eine Panierstraße hat, sondern macht man dann so eine Art Vorteig und mit dem Vorteig tut man dann die Brösel festmachen. Und dazu haben wir einfach ein bisschen Ei verschlagen. Da gebe ich jetzt ein bisschen Mehl dazu. Weil wir ja in Japan bleiben wollen, habe ich hier einen wunderschönen Sake. Da gebe ich auch so eine Verschlusskapsel ungefähr noch zu unserem Vorteig. Der bringt einfach noch ein bisschen Umami rein und einfach nochmal einen anderen, das Geschmacksbild ein bisschen. Aber jetzt nicht unbedingt irgendwas, was den Geschmack übertönt von dem Wagyu. Also hat ein sehr nussiges, fettiges Aroma. Und das wollen wir auch weiter beibehalten. Das heißt, wir haben jetzt unseren Vorteig gemacht. Hier haben wir unsere Brösel. In meinem Fall sind es einfach alte Brötchen, die zusammengequantelt, getrocknet, wie auch immer, sind. Und jetzt nehmen wir das schon vorgesalzene Wagyu, machen da schön den Teig drum. Und das jetzt ruhig auch ein bisschen andrücken. Und wer es richtig knusprig haben möchte, der geht es nochmal her und legt es nochmal ganz kurz in den Teig von beiden Seiten. Auch gerne mit den Fingern ein bisschen einschmieren. Und dann nochmal zurück in die Bröselmischung. Und jetzt kann man natürlich dann auch schon direkt rausfinden, ob der Topf oder die Fritteuse so klein ist. Also in meinem Fall ja, sie ist zu klein, das passt nicht ganz rein. Also dann lieber einen größeren Topf nehmen. Ich weiß, es ist sehr viel Öl, das man dafür braucht. Aber ich sag mal so, das Wagyu, das jetzt hier auf dem Teller liegt, hat so um die 150 € gekostet. Also kann man da auch ein bisschen mehr mit dem Öl, sag ich mal, dem Öl verzeihen. Wobei Öl auch aktuell extrem teuer ist. Das stimmt. So, und dann machen wir noch eine schöne Soße auf unseren Toast nachher drauf. Dazu brauchen wir ja so ein kleines Bund Koriander. Dann nehmen wir von der Reis-Miso, nehmen wir einen Teelöffel. Dann haben wir Frühlingszwiebeln, 2, 4, 6 Stück. Schneiden wir die Enden noch ab. Und dann auch komplett damit rein. Dann haben wir unsere What the Food Spicy Sauce. Da kommt auch ein gehäufter Esslöffel drauf. Und ein Esslöffel Sake. Und dann wird das alles durchgemixt. Wer zu Hause natürlich einen Mörser hat, dann kann man das gerne in einem Mörser machen. In einem Mörser wird es sogar noch ein bisschen geiler, weil die Zwiebeln nicht einfach so komplett zermatscht werden nur, sondern auch ein bisschen gedrückt. Und ja, sieht ein bisschen schleimig aus, ist aber geil zum Veggie oder nachher später. Auf jeden Fall eine grüne Soße. Ganz kleines bisschen Soja noch dran. All die Soße, die reicht auf jeden Fall für 2 bis 3 Wagyu-Sandwiches. Ich denke, wir werden da auch 2 draus machen. Dann haben wir 2 Scheiben Toast. Die bestreichen wir einfach ein bisschen mit Butter und dann in die Pfanne. Und im besten Fall habt ihr 2 gleiche Pfannen. Dann könnt ihr nämlich den Toast ein bisschen von der anderen Pfanne beschweren lassen. So habt ihr nachher einen schönen knusprigen Toast und der geht nicht auf oder ist von der einen Seite ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler. Man kann ein paar von den Krümeln einfach nehmen und die in das heiße Fett reinfallen lassen. Dann sieht man, ob die Temperatur passt. Und in meinem Fall ist es jetzt so, der Krümel fängt gleich direkt an zu blubbern, ist aber nicht direkt verbrannt. Also genau die Temperatur, die wir wollen. Wer einen Temperaturfühler hat, gerne bei 165, 170 Grad das Ding reinschmeißen. Wenn es zu schnell geht,
Ja, das ist ein bisschen jedermann seine eigene Sache, ne? Die einen, die wo es gerne Medium Rare haben, da könnt ihr es auch bei 180, 200 Grad fast sogar frittieren, dann kurz rein, zack, rausholen, aufschneiden, fertig. Wer es natürlich gerne ein bisschen Medium hätte, fängt gerne bei 165, 170 Grad an und dreht dann ein bisschen hoch. Die Gefahr ist einfach, dass die Brösel zu schnell verbrennen und in der Mitte ist noch nicht roh, ist noch roh oder die Brösel sind noch gar nicht, haben auch gar keine Farbe genommen und das Fleisch ist schon durch. Deswegen muss man da ein bisschen, sag ich mal, es ist ein Gefühl für sich ein bisschen finden. Ich fange aber gerne so bei, ja, wie gesagt, 175 Grad ungefähr an und dann gucke ich einfach mal, was passiert. So, wir haben jetzt hier unsere Toasts. Dann gehen wir her, geben was von unserer grünen Soße dazu. Haben dann hier unser frittiertes Wagyu. Der erste Schnitt, der ist so ein bisschen so ein Kontrollschnitt, da kann man ein bisschen gucken, wie es denn ausschaut, ob es schon gar ist. Dieses Wagyu-Fett. Das ist einfach wie Butter. Ich könnte auch einfach nur so einen Bollen Wagyu-Fett nehmen und den einfach frittieren. Und dann den aufschneiden. Ist auch geil. Also, schaut mal. Wir gucken, wie groß ist unser Toast ungefähr. Bis hier. Das heißt, wir legen dann unser Wagyu einmal komplett so drauf. Schaut mal, wie das aussieht. Boah. Boah, boah, boah. Dann kommt der Deckel drauf. Der Kollege, der kommt mal noch hier rüber. Den versnacken wir gleich. Das Sandwich. Normalerweise geht man jetzt her, schneidet hier schön die Ränder weg und so, weil das einfach schöner aussieht. Aber wir sind einfach jetzt hier richtig rustikal unterwegs. Also, jetzt darf ich hier reinbeißen. Ich freue mich schon richtig. Das ist das dekadenteste Sandwich, glaube ich, das ich jemals gemacht habe und gegessen habe. Also einfach mal 300 Gramm Wagyu Beef Sandwich auf zwei Scheiben Toast. Aber danke euch fürs Zuschauen und vielleicht habt ihr Bock, es nachzumachen. Oh mein, ein bisschen kleiner schneiden. Es gibt echt nichts auszusetzen. Außer dass es ein bisschen zu dick ist. Aber es ist der Hammer. Es ist der Hammer, es ist schwierig zu essen, aber es ist der Hammer. Am besten mit Messer und Gabel oder so. Oder dünnere Scheibchen. Aber es ist brutal geil. Deswegen, bis zum nächsten Mal.